In diesem Video zeigt euch ein Schüler von mir, der liebe Christian Erasim, wie er von einem Pulsleiser zu einem Longhitter geworden ist. Und wir starten jetzt. Christian, wie bist du denn eigentlich auf mich gekommen? Eigentlich war ich nur auf der Suche nach einem Pro mit einem Trackman. Als ich dann im Internet gesehen habe, als ehemaliger Tourspieler und hat auch sonst sehr viele Ausbildungen, war ich überzeugt. Wie war denn dein Golfschwung so, als du das erste Mal zu mir gekommen bist? Als ich zu Christoph gekommen bin, bin ich von außen zum Ball gekommen. Alle Divots haben extrem nach links geschaut und sobald ich weiterschlagen wollte als 170, 180 Meter, was meine übliche Weite war, ist ein furchtbarer Slice gekommen. Und wie schaut es jetzt aus mit deinem Golfschwung? Heute ist es so, dass ich 30 Meter weiter bin als früher, der Slice meistens weg ist und generell der Schwung sich viel besser anfühlt als früher. Und das Wichtigste für die meisten Hobbygolfer überhaupt, sie treffen ihre Treffpartner regelmäßig aus. Super Schlag. Was waren denn die Sachen, die wir verändert haben, die dem Golfschwung dann letztendlich so geholfen haben? Das Erste, was Christoph zu mir gesagt hat, war, ich soll den Ball im 45-Grad-Winkel nach rechts wegschlagen versuchen. Ich habe gedacht, man kann den Ball sogar nicht treffen. Für mich war es gefühlte 90 Grad nach rechts weg. Und siehe da, beim dritten oder vierten Versuch ist der erste Mal ein Draw eingetreten beim Drive. Muss aber dazu sagen, dass die Tipps auf der Range ganz gut funktioniert haben, am Platz teilweise sehr inkonstant waren und es hat dann noch einige andere Änderungen bedarf, um das Ganze auch mit Selbstvertrauen am Platz rüberzubringen. Das Erste, was ich gelernt habe, war, dass diese Bewegung hier beim Ausholen, ich glaube Sway heißt das, wenn ich richtig informiert bin, nicht sehr produktiv ist beim Golfen. Das Ganze hat der Christoph relativ schnell behoben, indem die Bodenkräfte beim Aufschwingen links auf die Fußspitze, rechts auf die Ferse. Damit war erstens der Sway sofort weg, zweitens hat er sofort 10 bis 15 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit gebracht. Ja, und was Christian auch noch hatte, ist, er war exzessiv auf den Zehenspitzen vorne im Setup. Das ist etwas, was ich bei Amateurgolfern sehr, sehr häufig sehe. Und wir haben das dann gelöst, indem er dann mehr auf die Fersen zurückgegangen ist, exzessiv einmal, und sich dann immer vor- und zurückgewippt hat, bis er dann die Balance gefunden hat. Und mit der Hilfe der Bodendruckplatten war das dann überhaupt kein Problem, aber das ist das Gefühl, was er jetzt hat, dass er sehr balanciert steht. Und jetzt kannst du vielleicht kurz zeigen, wie das ausgeschaut hat. Das heißt, du hast die rechte Ferse belastet, das heißt, sprich, das Gefühl gehabt, die rechte Zehenspitze hebt sich und links hattest du das Gefühl, dass die Ferse sich hebt. Und das ergibt eben diese diagonale Linie, von der der Christian spricht und die dann quasi den Sway ausgeschalten hat. Die zweite Sache, die wir geändert haben, war im Durchschwung. Ich werde versuchen, das vorzuzeigen. Ich bin von außen gekommen, um den Ball überhaupt zu treffen, musste ich einen Chicken Wing machen. Und das war natürlich der Sache nicht sehr förderlich. Es war eine einfache Änderung. Im Durchschwung durchstrecken, siehe da, plötzlich habe ich auch die Hände locker lassen können und den Ball viel besser getroffen. Das hat nochmal 10 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit, glaube ich, damals gebracht und letztendlich dazu geführt, dass der Ball Carry teilweise 220 geht. Ja, zum Thema Strecken, was Christian soeben gemeint hat, möchte ich Folgendes sagen. Es ist ja typisch, wenn man am Ende des Aufschwungs ist, dass man von hier bis hier den Oberkörper wieder in den sogenannten Originalflex zurückbringt. Das heißt, wenn man hier oben ist, ist der Schläger spätestens, wenn man mit dem Schläger hier ist, wieder ungefähr so wie bei der Ausgangsstellung und man ist nicht so oder gar zu weit unten. Viele Hobbygolfer machen einen Fehler, dass sie dann durch den Ball durch noch mit dem Körper unten bleiben und nicht beginnen, den Körper zurückzustrecken. Das Resultat eben dann ist das, was Christian gesagt hat, dass er dann eben Chicken Wings hatte und als wir dann begonnen haben, den Körper zu strecken, konnte er eben die Arme länger machen, hatte auch ein weicheres Gefühl, dass die Arme lockerer waren und hatte das Gefühl, dass der Schläger nach vorne zieht und der Oberkörper ihn quasi zurückhält. Der dritte Punkt, den wir geändert haben, war den Schwung abzuflachen. Christoph hat das Zora Move genannt, den wird er euch jetzt am besten selbst zeigen. Ja, Christian hat gesprochen vom Zora Move und vom Abflachen. Erstens mal, was heißt Abflachen? Abflachen bedeutet, wenn man hier in der Aufschwung ist, bedeutet das, dass der Schlägerkopf mehr nach hinten geht, sprich, er geht unterhalb der Schulterebene mehr oder weniger, kann man sich vorstellen, und nicht hier oben drüber.
Typische Slicer haben das Problem, dass sie eben im Abschwung eher mit der Bewegung starten. Das heißt, der Schläger kommt von außen. Und die besten Ballstriker, die machen eben diese Abflachbewegung. So, und der Zora-Move. Was ist der Zora-Move? Der Zora-Move ist eine Übung, die ich ganz gerne meinen Schülern gebe. Und erinnert mich eben an das Gefecht mit dem Zorro, wenn er hier das Schwert in der Hand hat und so macht. Ja. Und zwar die Idee ist folgende, dass wenn man hier steht, dass der Schläger einfach von hier nach hier runterfällt. Ja. Er fällt von hier nach hier runter und du siehst, er fällt wirklich deutlich unter die Parallele hinunter. Und das ist dann das Gefühl, was man auch im Schwung hat. Das heißt, wenn ich hier oben bin, habe ich dann das Gefühl, dass der Schläger dann hier runterfällt. Und Zora heißt dann eben deswegen, weil ich dann oft meinen Schülern die Aufgabe gebe, dass sie hier rauf schwingen sollen, gerade rauf, danach seitlich und durch. Und dann schaut die Übung so aus. Und da schaut er immer aus, wie wenn Zora gerade fechtet. Von der Seite schaut es so aus. Du schwingst hierher, hier hinauf und hier rüber. Hier rauf und hier rüber. Und das gibt ein bisschen ein Verständnis, wie die Handgelenke zu arbeiten haben im Golfschwung und wie die Schwungbahn aussieht. Und das ist vielleicht eine ganz witzige Übung, wenn man dann mit einem Eisen 8 oder einem Eisen 9 einen Ball von einem Tee runterschlägt, dann kriegt man ein richtig schönes Gefühl für einen wunderschönen Draw. Dank Christian waren sicherlich ein paar interessante Sachen dabei, die dir helfen können, deine Slice loszuwerden. Und es geht weiter. Hier oben ist noch ein Video zum Thema Slice mit dem Driver. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.